people are driving so slow. Serious. Stay loyal or stay single. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Wie bitte? In Braun? Zeig mal. So. Siehst du mich? Guck mal. Krass. Komm. Wir haben heute Samstag. Morgen ist Ostern. Und ich vlogge heute. Ich habe heute Morgen schon ein HIIT-Workout gemacht auf der Terrasse. Mein Bauch trainiert. Mach ich später mal trainieren. Nee, ich trainiere heute später nochmal draußen. Ich habe einfach Tanline von der Shorts. Ich wollte dir auch noch sagen, ey, schau dich nicht mal an. Anziehen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ey, das ist so krass. So, bevor wir jetzt aber gehen, frühstücken wir. Wir machen jetzt nämlich was Healthiges. Wir achten nämlich jetzt auf unsere Ernährung. Und das ist nicht nur ein Jog, sondern wir machen das legit. Legit. Willst du nicht heute Abend mit mir ins Fitti gehen? Nein. Warum? Weil ich später dusche und dann Video drehe und dann kann ich mich ins mich nochmal nass machen. Hä, warum willst du später duschen? Dusch doch einfach. Ah, du willst vor dem Video duschen. Ja. Nur Joghurt mit Mandeln. Ja, mach noch Müsli rein, das war's. Kein Müsli oder so? Nein. Also machen wir auch heute ein What I Eat in a Day. Oder? Ja, wir brauchen auch mal. Ich will heute Abend noch ins Fitti gehen und dann können wir Abendessen. Wie viel Uhr? Weil ich will mich noch sonnen. Ich auch. Gut, wir sonnen uns. Nach dem Friseur? Ja. Dann drehst du irgendwann, wer willst du denn dein Video drehen? So gegen 4. Hm. Also wird dann so gegen 5 ins Fitti. 4, 5. Genau, und dann musst du eh noch ein bisschen schneiden oder so, ne? Ja. Und danach? So als Pause, oder? Wie als Pause? Bei dir als Pause vom Drehen und so. Was? Abendessen, oder? Ja. Ja, was essen wir zum Mittag? Reicht das jetzt nicht? Guck mal, das sitzt in 5 Stunden. Dann kannst du noch deine Karotten-Hummus-Snack essen. Hm. Weißt du? Ja. Und dann essen wir ein Abendessen, weil so viel brauchst du jetzt auch nicht. Okay, was essen wir heute Abend? Ich habe Lust auf Hühnchen. Ich habe Bock auf Hackfleisch. Ja, okay, Hackfleisch wäre auch drin. Hackfleischbowl. Gemüse. Hackfleischbowl habe ich Bock. Was ist das? Also entweder so Hackfleisch mit so Erbsen, Mais. Das hier ist Breakfast Numero Uno. Und das vermampfen wir jetzt und dann geht's ab zum Friseur. So, das Essen war jetzt delicious. Habe ich ehrlich gesagt noch nie so gegessen. So Mango mit Joghurt. Übrigens, das hier ist eine Verbrennung von meinem Lockenstab. Ja. It's lit. Sieht aus, wie als hätte ich eine Leberfleck oder so. Wir gehen jetzt zum Friseur. Also Doja, und dann kriegt sie mal eine Hair Transformation. Das ist nämlich echt nötig. Wir sind angekommen. Bist du ready für eine Transformation, Han? Besser ist es. Besser ist es. So sehe ich das auch. Guck mal, wie zerstört die aus. Ich weiß. Hello! Ja, und wir vielleicht. Hi. Na? So, Doja bekommt jetzt ein Treatment. Und du hast echt ein bisschen Farbe im Gesicht bekommen, ne? Ja? Ja, ein bisschen schon. Sag ich noch. Ja. Da hinten ist das gute Stück. Die Lol macht es. Es ist sehr kalt. Heute schneiden wir mal ein gutes Stück ab, würde ich sagen. Viel zu lange verpufft, ja. Ich lasse mir gerade meine Augenbrauen färben. Und du hast da hinten in the making. Sau krass. Stell ich mal ein bisschen gerade hin. Ja, steht wohl gerade, oder? Krank. So, meine Augenbrauen sind jetzt gefärbt. Die sind hier noch so ein bisschen weiter unten, weil die Haut mit gefärbt wurde. Und deine Haare. Soll mal zeigen. Bist du happy? Voll schön.
davor und danach anfassen ist ja zwei verschiedene Welten. Ja. So, wir liegen jetzt auf der Terrasse. Ich lieg hier, Doja liegt da und ja, wir hören ein bisschen Musik und sonnen uns jetzt. Und hören übrigens die Playlist auf Spotify, die heißt Party Deluxe. Voll geil, weil da sind so voll viele Remixer dabei und so. So, ich habe gerade geduscht, meine Haare gemacht. Wir haben die ganze Zeit draußen gelegen und gechillt und so weiter. Und jetzt schminke ich mich und mache mich ready für mein Video. Ist echt krass, wie meine Haare rausgewachsen sind. Aber ich mag das. Und ja, jetzt kommt Make-up. Been thinking about you day and night, ever since I saw you with your deep blue eyes. There was something that I just couldn't deny. Something starts to burst in my chest deep inside. Draußen, weil ich dachte, es passt voll gut so zu dem guten Wetter jetzt und so, und hier ist auch nicht mehr so Bombenwetter. Also wenn ich mich hier vorsetze, ist halt leider mit Studiobox und so weiter. Ich denke, das ist mal ganz gut, weil ich drehe mein Live-Update-Video, dass ich da einfach so ein bisschen mit der Natur im Reinen bin. Genau, ich bin ein bisschen rangezoomt. Hi. Ja, mein Akku muss jetzt noch ein bisschen aufladen. Das ist natürlich wieder typisch, dass ich das vergessen habe. Love that. Aber dann baue ich in der Zeit einfach alles auf mit Mikrofon und so weiter. Weil ich denke schon, dass ich dann wenigstens ein gutes Audiosystem brauche, wenn ich draußen filme. Hi Leute, I suck at vlogging. Absolut. Wir haben Dienstag. Ich habe die ganzen Ostertage einfach mal full on entspannt und es hat so gut getan, einfach mal nichts zu machen. Jetzt kommt der Alltag halt wieder und deswegen muss ich mich auch so ein bisschen wieder an den Alltag gewöhnen. Ich habe so ein paar Sachen auf der Agenda, die ich heute unbedingt machen muss. Ich muss auch unbedingt zur Bank. Dieser Proteinriegel von Hey schmeckt mir gar nicht. Chocolate Peanuts kann ich nicht empfehlen.
Schmeckt nur, wenn man so richtig harte Cravings hat und nichts anderes hat außer das. Und dann sowas wie Duplo. Und man will kein Duplo essen. Macht das Sinn? Ja. Ich muss jetzt noch mal kurz das am Laptop machen. Dann rufe ich die Bank an, davor frühstücke ich und dann gehe ich ins Gym und dann bin ich später mit Alina verabredet und so weiter. Ich bin fertig gemacht, also meine Haare sind ultra fertig. Ich hatte ja so einen französischen Zopf drin, der habe ich jetzt kurz aufgemacht, damit ich sie später in einen Zopf machen kann oder in einen Dutt oder so. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Gym. Ich mache da heute eine richtig harte Cardio-Session. Das mache ich im Moment mehr, einfach um mehr Kalorien zu verbrennen. Und Weight Training mache ich immer mit meinem Personal Trainer zusammen, weil ich immer noch so ein bisschen aufpassen muss wegen meinem Knie und ich gucke da immer noch so ein bisschen, dass er so ein Auge drauf hat. Genau, wir machen heute Cardio, weil ich heute meine Haare wasche. Das heißt, ich kann immer richtig, richtig, richtig krass schwitzen, weil wenn ich einmal geschwitzt habe, sitzen meine Haare einfach nicht mehr gut und deswegen nutze ich so Tage immer, um das Cardio so zu machen, weil ich sowieso dann meine Haare waschen werde. Und ich zeige euch kurz mein Outfit. Diese Shorts hier ist von Boohoo. Die ist auch so ein bisschen durchsichtig, wenn ich mich so bücke. Aber ich habe so eine nahtlose Unterhose an, so eine nudefarbene. Deswegen soll es schon whatever. Dann habe ich dieses langärmelige Oberteil an von Gymshark. Und diesen Sport-BH, der ist auch von Gymshark. Muss ich mal gucken, ob ich das dann einfach ausziehe, wenn es zu heiß wird. Und ja, genau. Meine Haare sind todesfettig, Alter. It's not a vibe. Aber ich habe alles erledigt auf meiner Agenda, außer jetzt Gym und noch ein paar Rezepte raussuchen, weil ich plan morgen ein cooles Video. Und ja. I'm back vom Gym. Werde euch kurz ein bisschen erklären, was ich gemacht habe, weil ich weiß, dass es viele interessiert. Ich mache mir jetzt aber auch gleichzeitig die Haare, weil ich mich fertig machen muss. Weil ich mit Alina nach Wiesbaden gehen will, wollen ein paar Bilder machen und in uns ein veganes Café setzen. Ja, also ich habe heute Cardio gemacht, weil ich, wie schon gesagt habe, schwitzen wollte und ich habe so viel geschwitzt. Ist nicht mehr witzig gewesen. Ich habe erstmal auf dem Stepper 20 Minuten mein Workout gemacht, auf High Intensity, also praktisch wie durchsprinten und ich war einfach bei 17 km/h. Also ich bin da durchgesprintet praktisch und mir ist der Schweiß nur runtergelaufen. Als ich fertig war, habe ich schon gemerkt, okay, es ist alles nass. Ich hatte bestimmt auch Schweißflecken hinten am Arsch. Dann habe ich danach, bin ich auf so ein Treppenmaster, Treppensteiger-Dingsbums gegangen. Da habe ich 15 Minuten gemacht auf, ach so, stopp, was ich sagen wollte noch zu den Stepper, da habe ich auf Stufe 12 mein Workout gehabt. Ich weiß nicht, ob das euch was bringt, ich sage es jetzt einfach mal so. Und beim Treppending hatte ich Stufe 9 und da habe ich 15 Minuten geschafft und da war ich so tot danach. Holla die Waldfee. Und dann war ich, danach war ich wirklich nass. Also der Schweiß ist mir... Ich habe gemacht und der Schweiß ist geflogen. Deswegen, ja, so viel dazu. Da habe ich dann ganz viel geschwitzt. Ja, ich komme heute irgendwie nicht auf den Punkt. Jedenfalls habe ich dann noch was auf dem Laufband gemacht. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt, dass ich so eine Verletzung hatte am Knie. Die, so eine Schleimbeutelentzündung. Also wenn wir schon länger folgt, der muss uns wissen, weil ich das regelmäßig eigentlich nochmal aufgreife. Deswegen kann ich nicht joggen, weil es nicht gut ist für mein Knie. Deswegen mache ich immer so einen Powerwalk. Da mache ich immer 12 als Steigung. Und laufe dann immer so 5,5 km/h oder 6 km/h. Heute habe ich beides dann gemacht. Erstmal 5,5, um mich reinzulaufen. Und dann 6 km/h, um dann durchzuziehen. Und da habe ich auch 20 Minuten gemacht. Genau, und dann habe ich noch Bauch trainiert. Für eine Viertelstunde ungefähr. Und dann bin ich abgezogen. Weil I have to produce content for y'all. Ich mache mir jetzt mit meinem Dyson die Haare.
Und da seht ihr dann alles gleich im Schnelldurchlauf. So, wenn ihr wissen wollt, wie ich genau diese Frisur mache und so weiter, kann ich euch das Video hier mal, das ist dieses Video hier, ich verlinke es euch hier oben und am Ende von diesem Video, falls ihr Interesse habt. So, let's go. So, ich habe viel zu lange für meine Haare gebraucht. Viel, viel, viel zu lange. Alina wird mich wahrscheinlich töten, weil ich mehr... Ich habe schon gesagt, die Uhrzeit, die wir ausgemacht haben, das werde ich safe nicht schaffen, aber ich werde es wahrscheinlich noch später nicht schaffen. Sie meinte, wollen wir 4 machen. Ja. Ich bin gerade einfach jetzt erst mit meinen Haaren fertig geworden. So, ich werde mich jetzt schnell schminken und dann irgendwelche Klamotten mitnehmen und dann, ja, hoffe ich mal so 4, kurz nach 4, dass ich irgendwann da bin. Das ist mein Make-up. Fail. Das ist mein Make-up. Das ist mein Look. Love it. Ich bin so braun. It makes me happy. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zu Alina. I'm excited. Es wird ein sehr guter Tag. Ein sehr gutes Shooting. Also der Tag ist schon... Der Tag ist noch nicht zu Ende. Ich habe sehr gute Vibes. So, you should too. Love you all. Und wir sehen uns gleich im Auto. So, gerade das Paket abgeholt. Was für... Also ich muss nur für meinen Dad ein Paket abholen. Das sollte ich vielleicht mal erklären. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Alina. A-Log und Felix. Yes. Wir sind im Auto, Leute. Hi, lang nicht mehr gesehen. Ja. Das war grün. Ja. Hast du deine Haare heute auch mit dem Dyson? Ja. Und vor allem, ich habe die heute nicht so, weil normalerweise parte ich die so in der Mitte und dann sind die nicht so voluminös und es hat mich richtig abgefuckt. Hey, mit was hast du die gemacht? Mit Dyson. Ja, aber mit dem großen Aufsatz. Großen Locken? Ja. Fuck, guck mal, wie es bei mir aussieht. Also. Ja. Krass, okay. Ja, ich hab große Parts genommen und so, weil ich wollte die eben nicht so lockig haben, sondern ich wollte die so voluminös. Föhnwelle irgendwie. Du wolltest so ein Blowout. Ja, genau. Und ich habe halt alles ganz normal gemacht, wie immer, mit so Sections, aber dann habe ich halt von hier oben das Stück einfach komplett so von hinten quasi gemacht, weißt du, also so komplett gerade. Ohne Scheitel, ohne allem. Und dann jetzt, der Look ist so flawless. Hey, ich habe das voll unterschätzt. Ich dachte so, ja, okay, ich brauche so maximal 20 Minuten für meine Haare. Oh. Als du mir geschrieben hast, so, ja, ich muss noch schnell Haare machen und mich noch schnell schminken und so, ich war richtig unter Zeitdruck. Ich war so, ich will noch nicht mal duschen. Nee. Hey, ich mach kurz meine Blitze einfach. Ich finde, meine Augenbrauen sind heute richtig gut geworden. Why are these people all driving so fucking slow? The question is, why are they all driving in the fucking lefte Spur? Ja, ich meine es ernst, ich habe mich gar nicht... Apropos Autofahren, Leute, macht doch einfach einen Schulterblick. Das tut nicht weh, das dauert nicht lange. Vor allem auf der Autobahn ist mir so ein Typ vor 2 Wochen fast reingefahren. An so von wegen, was machst du da? Und ich war so, excuse me, Han, du hast keinen Schulterblick gemacht. Ich frage. Weißt du, auch das gerade eben, was war das? Du hast doch wohl gesehen, dass der blinkt. Irgendjemand von euch muss es doch gesehen haben. Oh. Vor allem, weißt du, ich düst da so mit 160. Warst du links? Ja, links. Und der ist hier rausgezogen? Ja, der ist so. Ja, aber das machen die nicht, weil die nicht gucken. Die sehen ganz genau, dass du kommst. Nein, der hat safe keinen Schulterblick gemacht. Ich war safe in seinem toten Winkel. Safe hat er dich gesehen und es war dem egal. Ich musste so machen. Caro, ich mein's ernst. Leute sind zu dumm dafür, um einzuschätzen, wie schnell du auf der linken Spur bist. Weil voll oft... Nein, weißt du, was er zu mir meinte? Er meinte mich so, fahr mal langsamer. Ich war so, honey, excuse me. Ja, weil ich mein's ernst, die können das voll schlecht einschätzen. Fahren dann von der rechten Spur einfach voll fett vor. Ganz schlimm ist es bei zweispurigen Autobahnen, Leute. Da denke ich mir immer nur so. Kurzer Real Talk. Oh, ich bin jetzt relativ viel gefahren in letzter Zeit und relativ lange Strecken in letzter Zeit gefahren und war viel auf der Autobahn. Ich habe so eine Scheiße miterlebt. Ich dachte mir auch nur so, Leute, sollen wir noch einfach mal einen nur Kurs? Grateful sein, dass nichts passiert ist. Ja, wirklich. Ich bin am Sonntag gefahren und ich war halt einfach, ich hatte das Gefühl, so legit jeder auf der Autobahn war einfach wieso nur fährt besoffen. Denn da keiner jetzt auf der rechten Spur? Es geht mir hier schon wieder hardcore auf. Ja. Ja, weißt du, und sowas habe ich mir die ganze Zeit angeschaut. Ich war jedes Mal nur so. Der Geist. Spezialist da vorne, der sollte vielleicht auch Geist. Mal auf die rechte Spur. Also, ich weiß ja nicht, wer von euch einen Führerschein hat und wer nicht, aber Leute, die linke Spur ist zum Überholen da. Wenn ihr niemanden zu überholen habt, dann geht doch einfach nach rechts. Wenn rechts frei ist. How about that? Ja. Ich meine, ich mache das manchmal auch nicht, aber wenn viel los ist, dann mache ich das schon, weil da sollte man drauf achten, weil manche Leute haben es eilig.
Genauso wie Blinker. Du hast fucking Blinker, nutze sie. Ja. Vor allem, wenn was los ist, Alter. Vor allem im Kreise, krieg ich echt Kirmes. Ja, im Kreise, ich blinke nur nicht raus, wenn halt keiner da ist, weil das ja, ist okay, nicht ein, weil da bin ich halt so. Ja, okay, das mache ich auch, aber wenn ich sehe, dass da Leute sind, dann denkst du, so aggressive. Kennst du so, mein Arm wird voll schwer, ich muss jetzt. Ja, du kannst mich ausprobieren. Okay, great. Guck, see ya. Wie, was? Voll die Trauma-Erinnerung, ey. Dieses Kurhaus, ja, weil wir da unseren Abi-Ball hatten. Wir sind jetzt in Wiesbaden, haben bei dem Theater geparkt. Und laufen jetzt so ein bisschen rum, um jetzt eine gute Fotospot-Location zu finden. Und dann suchen wir, glaube ich, relativ zeitnah. Ich hasse das, wenn die sehen, dass Menschen gerade über die Straße laufen, die extra noch weiter Gas geben. Ich bin so, Alter, suck a big dick. Wir sitzen jetzt bei Hans im Glück. Und es ist mein erstes Mal, da ich bei Hans im Glück bin. Und ich habe gerade so mega nachgemacht. Mach's nochmal, komm, mach's nochmal. Also letztens habe ich das erste Mal einen Wrap bei McDonald's bestellt. Und heute bin ich das erste Mal bei Hans im Glück. Ja, genau. Wir sind jetzt bei Hans im Glück. Ich gehe jetzt mal die Karte durch und versuche mal irgendwas Healthiges rauszusuchen. Das ist ein Burger. Yummy ist. Ja, und du isst einen veganen Burger. Das zählt gar nicht, Alter. Ich würde auch einen Fleischburger essen, aber gut. Ja, true though. So Leute, ich habe einen brotlosen Burger. Dann haben wir ein bisschen Brot. Dann haben wir hier einen veganen Burger mit irgendwelchen Pilzen. Champignons und drei Pfeffersoße. Aha. Und Pommes und Avocado-Shit. Wir haben fertig gegessen und ich muss sagen, es war mein erstes Mal Hans im Glück und es war richtig geil. Also ich bin sehr satisfied, du auch. Ja, ist mir tun. Und ich habe gemerkt, dass Champignons gar nicht mal so scheiße schmecken. Also ich schmecke eigentlich gar nichts. Du musst sie richtig machen. Ich ja, mit Sahnesoße und ja. So. Okay, tu mal. Ja, aber das geht auch. Oder mit dieser Sojasahne-mäßig, so dieses ja, Cousine. Er pisst einfach in deinen Vorgarten. Was pfiffst du meinen Hund überhaupt so? Du bist ein kleines Mensch. Du bist so anstrengend manchmal. Wow. See ya. Knut ist da. Ich war gerade bei Alina und fahre jetzt wieder nach Hause. Wir wollen vielleicht heute Abend noch mal in eine Shisha-Bar gehen oder so, aber wir haben jetzt kurz vor 8. Wir wollen beide einfach noch mal ein bisschen chillen. Und ja, einfach ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen und dann noch mal spontan gucken, worauf wir Bock haben. Und ja, I will drive back home now. Und sau krass, da vorne, wenn man zu Alina reinfährt, war da so ein Blitzer und da ist... Ich habe da noch nie einen Blitzer gesehen. Zum Glück hatte ich meine Blitzer-App an. Und ich weiß, ich gehe euch hart auf die Nerven, aber wie braun sehe ich bitte aus? Sick! And I'm living for it. Achso, ich muss sowieso noch ein bisschen was worken. Deswegen passt eigentlich ganz gut, dass ich jetzt nach Hause gehe. Bin jetzt tanken gewesen. Ah. Ich chill jetzt erstmal noch und dann... Mal sehen, was halt noch so geht. So, guys, ich habe jetzt das, was ich fertig machen wollte, fertig gemacht und habe gerade noch was anderes fertig gemacht, was ich fertig machen wollte. Und jetzt mache ich einen Livestream. Say hi, everybody. Ich bin wirklich sehr satt geworden von dem Essen heute. Das macht mich sehr happy. Und ich chill jetzt noch ein bisschen, wie gesagt, bin jetzt noch ein bisschen live auf Instagram. Und dann mache ich mich ready und gehe dann mit Alina und Sophie noch weg. Und ja, that's the plan. That's the fucking plan. Alina ist jetzt da. Sophie kommt gleich und holt uns ab. Und was ich jetzt hier auch nochmal... Sophie meinte, sie kann fahren. Ich kann aber auch fahren. Ich kann rein theoretisch auch fahren, wir sind nach dem Auto da. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ich krieg in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, jetzt schon, das jetzt nicht die ganze Zeit, aber das ist schon vereinzelt vorgefallen, dass mir Typen geschrieben haben auf Instagram, die so eine Konversation aufbauen wollten, die waren so, hi, wie geht's? Oder, oh, du siehst so gut aus, bla bla. Und dann gehe ich auf deren Instagram und gucke die mir an und dann steht da oben einfach so,
ein R mit Herz oder ein L mit Herz oder mit so einem Ring und so weiter. Ich hab schon keine Stärke mehr. Nee. Oder die letzten Bilder waren mit einem Mädchen und manche schreiben drunter, oh, cute und sowas. Und dann denke ich mir so, honey, are you serious? Stay loyal or stay single? Hast du eigentlich mal die Story von James Charles gehört, als dem ein Typ geschrieben hat, der eine Freundin hatte auch, aber der gemeint hat, da, also weil James war dann halt so, ja, bruh, don't you have a girlfriend? Und der war dann so, oh nein, meine Freundin würde das voll feiern, wenn wir was starten würden und so. Und ich war halt erstens so, okay, hun, you hella gay, that's the first thing. Mm. And you got a girlfriend, the poor girl. Also ach, ganz ehrlich, Scheiße. Also wer so fangeil ist, der, also, bruh. Ich denke mir nur jedes Mal, wenn ich das so sehe, Gott, soll Sophie fahren? Ja, oder? Sie schon im Auto, ja, okay. Ich denke mir da halt jedes Mal so. Ja, der ist richtig geil. Also wirklich richtig gut. Kann man das ausmachen? Also ich kann das ausmachen. Lass es einfach an. Lass an. Ah, ich brauch. Nee, ich brauch kein Geld. Hahaha. I lad schon ein, Girl. Nein, Sophie muss mich noch einladen. Okay, ich muss eigentlich auch noch einladen. Ja, alles gut. Sophie muss mich einladen, wie ich das angehört habe. Super schön, der zweite Lang. Danke. Do you still have my T-shirt? Do you still talk in the sleep? Hat Julia dich vorhin angerufen, damit du sie gefunden hast? Nee, die hat nur so komische Sachen gefragt. Aber weißt du, was krass ist? Ich war vor anderthalb Wochen so Deluxe-Cleaning machen in bei meinem Waschstraßendings mit diesem extra Wachsschutz und so. Nee. Und mein Auto ist schon wieder dreckig. Also das war dreckig vor allem. Dreckig ist das Auto. Absolut keinen Sinn für so ein scheiß Geld auszugeben, wirklich. Ja. So, wir sitzen in der Shisha-Bar. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier vlogge, weil es ist nichts los, also kann ich auch vloggen. Und wir haben jetzt erstmal Getränke. Und gleich kommt die Shisha. So, ich bin wieder zu Hause. Und stell euch mal meinen Schmuck halt an. Ja, ja, ich wollte jetzt noch zum Ende nochmal das Thema, was ich vorhin aufgegriffen habe, nochmal ansprechen. Ich finde halt es voll schade, wenn ich so Nachrichten bekomme, so von so Typen oder so. Ich kann jetzt halt nur für Männer sprechen, weil ich jetzt persönlich keine Nachrichten von Frauen oder Mädels bekomme, die in Beziehungen sind, wisst ihr, ich meine, deswegen geht die Nachricht nur an Jungs und nicht an Mädels. Ich finde es halt schade, dass sowas halt passiert, weil ich finde Loyalität in einer Beziehung echt an oberster Grenze so. Und wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr loyal sein kann, dann soll man Schluss machen. So einfach ist das. Und dann muss dann nicht irgendwie noch dran, man muss dann nicht auf irgendeinen, keine Ahnung, irgendwelche Leute auf Instagram sogar anschauen. Das finde ich halt echt so unnötig. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie unnötig ich das finde. Das Ding ist halt auch, dass es mir so leid tut für den anderen Partner. Also egal jetzt, ob Junge oder Mädchen, in dem Fall ist es jetzt Mädchen halt. Dass die Person weiß es wahrscheinlich gar nicht, das Mädel, und der Freund schreibt da irgendwelche Mädels auf Instagram an, oder ich stelle mir das halt extrem vor. Also ich könnte mir das nicht ausmalen. Das ist mir zum Glück auch noch nie passiert, dass ich irgendwie meinen Freund oder meinen Partner oder was auch immer dabei erwischt habe, dass er da andere Mädels anschreibt oder so. Das wird es bei mir absolut nicht geben, aber ich weiß nicht. Würde auch von mir behaupten, dass ich so ein Typ bin. Ich suche mir nicht so Typen raus, aber als ob Mädels sich so denken, ja, ich suche mir Typen raus, der andere Mädels schreibt. Wisst ihr, ich meine? Keine Ahnung. Das Problem ist halt auch, was ich halt so sehe, dass wenn man einmal so ein Vertrauensproblem hatte, dass es so schwer ist, da halt wieder rauszukommen, dem Partner so zu vertrauen, weil sowas geht ja dann rüber in, ich kontrolliere dein Handy, ich will wissen, mit wem du abends was machst. Also ich meine, das will ich auch so wissen, aber auf dieser eifersüchtigen Schiene, wisst ihr, ich meine, ich will wissen, wo du bist und so weiter, 24/7.
Nee. Echt. Hätte ich absolut keinen Turn drauf. Ja. Ich bin extrem müde. Wir haben kurz vor eins. Ich will morgen früh aufstehen und anfangen zu drehen. Typen sind halt manchmal einfach behindert. Es ist einfach so. Klar, Frauen sind auch sehr, sehr anstrengend und snitchig. Aber Typen sind manchmal einfach hohl wie Holz. Ist Holz hohl? Wahrscheinlich bin ich jetzt hohl. Ach, whatever. Manche Typen sind einfach echt komplett blöd. Und wenn du betrogen wurdest, han, he's not f***ing it. Denk einfach nur dran, Karma will get him and that's the end of the story. Ja, ich werde auch wieder bald mehr Real Talks machen. Ich weiß, dass ihr die feiert, ich weiß, dass ihr die wollt. Und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn der Vlog euch gefallen hat. Lasst mir euer Feedback und eure Thoughts da zu diesem ganzen Thema oder zu diesem Vlog allgemein. Spam die Kommentare voll. Könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.